Hallo und bei meinem Teil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt, Cook & Grill. Heute gibt es ein Unboxing-Video der besonderen Art und zwar möchte ich euch hier den neuen Fleischwolf aus dem Hause Landig vorstellen. Das ist der W200 und was dieser Fleischwolf kann und was es mit diesem neuen Fleischwolf so auf sich hat, das zeigen wir euch in dieser Folge und wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Wir packen den Fleischwolf jetzt einfach mal aus, gucken mal, was da so drin ist. Wir haben hier einmal ein bisschen Werbung. Ja, könnt ihr euch informieren, was es hier sonst noch so Schönes zu kaufen gibt. Dann haben wir einmal eine Bedienungsanleitung. Dann geht's los mit diesem Päckchen hier. Hier ist das Kreuzmesser. Dann haben wir hier eine Lochscheibe und einen Distanzring. Den brauchen wir später, wenn wir die Wurstfüllfunktion des Wolfs nutzen. Ein Stromkabel haben wir hier. Dann haben wir drei verschiedene Wursteinfülltrichter oder Wurstfülltüllen, ja, verschiedenen Größen, einen Stopfer und einmal einen Verschlussknopf, um ja, den Wolfsatz am Gehäuse zu befestigen. Ja, jetzt packen wir den mal vorsichtig aus. Es hat ein bisschen einen kleinen Unfall wohl gegeben beim Transport. Hier haben wir den Einfülltrichter. Dann haben wir hier so ein kleines Starter-Set. Rezepte mit der Landig Bratwurst-Gewürzmischung plus ein bisschen Naturdarm. Und hier haben wir den Wolfsatz. Auch den packen wir aus. Hier ist im Lieferumfang noch eine gröbere Scheibe dabei. Und dann kommt hier unser Gehäuse. So, das ist ordentlich schwer. Und ich würde sagen, das war es schon. Den stellen wir mal beiseite. Wir haben das Ganze jetzt mal ausgepackt. Was auf jeden Fall schon mal auffällt, das Material, was hier verbaut worden ist, ist auf jeden Fall richtig massiv. Das Motorengehäuse ist richtig schwer und massiv. Das ist sehr vielversprechend. Und auch hier der Wolfsatz mit dem ganzen Zubehör, das macht einen richtig wertigen Eindruck. Das ist Edelstahlguss und auch die Einfüllöffnung ist sehr vielversprechend. Hier scheint also richtig was reinzugehen. Bevor ihr den Fleischwolf das erste Mal in Betrieb nehmt, solltet ihr das Ganze einmal ordentlich mit Spüli durchspülen, damit das Ganze auch von Produktionsrückständen befreit ist. Und das machen wir jetzt und dann bauen wir den gleich mal zusammen und gucken mal, was der Wolf so kann. Wir haben das Ganze jetzt einmal durchgespült und sauber gemacht und von den möglichen Produktionsrückständen befreit. Was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass ihr zwei Lochscheiben im Angebot habt. Ihr habt einmal eine 8 mm Lochscheibe mit im Lieferumfang mit einem Kreuzmesser und eine 4,5 mm Lochscheibe. Da solltet ihr auf jeden Fall immer das passende Kreuzmesser für eure Lochscheibe benutzen. Die legen wir jetzt mal weg, die brauchen wir nicht. Das empfiehlt sich auf jeden Fall. Und jetzt bauen wir das Ganze zusammen. Wir haben hier unseren Motorblock, dann haben wir unseren Wolf-Vorsatz. Den ja, setzen wir jetzt erst einmal hier ein. Das geht ziemlich einfach, ohne große Fummelei. Das Ganze jetzt handfest anziehen. Jetzt haben wir unsere Schnecke. Und auch das Ding ist wirklich richtig massiv verarbeitet. Ich bin gleich richtig gespannt, wie der Wolf so arbeitet. Dann haben wir hier unser Kreuzmesser, das kommt auch hier rein. Als nächstes unsere Lochscheibe. Hier unten ist eine kleine Nut. Da sollte das reinpassen. Und hier haben wir dann einmal den Verschlussring. Und den sollten wir dann auch hier drauf schrauben. Auch nicht zu fest anziehen. So, jetzt haben wir oben noch unsere Schale. Die kommt hier auch rein. Und unseren Stopfer, den brauchen wir erstmal nicht. Weil, ihr wisst ja aus meinen anderen Videos, einen guten Fleischwolf, da muss man gar nicht viel nachstopfen, der zieht das automatisch rein. Ja, jetzt haben wir hier noch so etwas liegen, das ist ein Distanzring. Wenn wir den Fleischwolf als Wurstfüller benutzen wollen, dann brauchen wir diesen Distanzring, den legen wir erstmal zur Seite. Das machen wir gleich. Jetzt haben wir unsere Bratwurst- oder Wildbratwurst-Gewürzmischung und unsere Einfülltrichter, unsere Wurstfülltüllen, auch die legen wir zur Seite, brauchen wir auch gleich erst. Ja, dann haben wir hier Wildfleisch, Wildschwein. Ingo, was ist da noch drin?
Das ist vom Frischling und vom Keiler. Genau, also reines Wildschwein, ja, Abschnitt, oder reine Wildschweinabschnitte vom Zerwirken. Dann haben wir hier unsere Gewürzmischung plus ein bisschen Darm. Und das Erste, was wir jetzt mal machen, wir gucken mal, was der Wolf so kann. Und wolfen jetzt das ganze Fleisch durch. Das sind wie viel Kilo? 6 Kilo, ne? 6 Kilo, genau passend. Genau passend für die Gewürzmischung. Eine Sache, die hier wirklich auch noch praktisch ist, ist, dass ihr hier unten drunter diese GN-Einsätze, diese halben, wunderbar drunter parken könnt und damit optimal arbeiten könnt. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht irgendwie den Fleischwolf noch aufbocken oder irgendwie etwas höher stellen oder mit so kleinen Schalen arbeiten. Ihr könnt hier mit richtig großem Equipment rannehmen und das ist wirklich eine tolle Sache. So, und jetzt wird gewolft. Auf geht's. Wichtig ist immer, bevor ihr es wolft, einmal würzen. Wir haben hier 6 Kilo Wildbret. Und da geben wir jetzt die Gewürzmischung rein. Die reicht halt auch ungefähr für 6 Kilo. Da sind 200 Gramm drin. Das sieht immer so viel aus. Ich glaube, ich sage das jedes Mal, ne? Ja. So, duftet wirklich hervorragend. Und ist für mich ein ganz klarer Tipp, wenn ihr euch über Gewürzmischung als Wurstanfänger erstmal keine Gedanken machen wollt. Die sollte man vorher ein bisschen einarbeiten. Das Fleisch ist noch leicht angefroren. Das ist aber nicht schlimm. Wir haben es jetzt nicht großartig geschnitten, weil wir wollen natürlich wirklich gucken, was der Wolf so kann. Ja, und das mischen wir jetzt einfach gut durch und dann starten wir mit dem Wolfen und schauen mal, wie das so funktioniert. Boah, das riecht schon richtig. Riecht gut, ne? Jo. Gut. Das heißt, wir haben einmal die Schnecke ein bisschen sauber gemacht. Jetzt kommt hier unser Messer drauf, unser Kreuzmesser. Und dann haben wir einen Distanzring. Der Distanzring sorgt dafür, dass die Schnecke eben schön zentriert in dem Gehäuse läuft. Und gleichzeitig dafür, dass eben unser Wurstfülltrichter nicht kaputt gemacht wird von dem Messer. Jetzt setzen wir unseren Trichter ein. Den Darm habe ich hier schon mal aufgespult. Und drehen unseren Abschlussring hier wieder aufs Gewinde drauf. Hier vorne auch nochmal festmachen. So, jetzt ist das Ganze vorbereitet. Wichtig ist, wenn ihr gleich die Wurstfüllfunktion nutzt, oder wenn ihr die Wurstfüllfunktion nutzt, ist, dass ihr euch immer so kleine Bällchen hier aus eurem Bret macht. Die sollten hier einfach in diesen Trichter reinfallen, beziehungsweise in den Einfüllschacht reinfallen, ohne dass ihr diesen verstopfen. Und das ist schon der ganze Zauber. Das machen wir jetzt mal 5 oder 6 Mal und werden dann mal ein paar Würste damit füllen und gucken, wie das so funktioniert. Wir haben ein bisschen was vorbereitet und wir lassen jetzt mal den Wurstfüller laufen und jetzt geben wir vorsichtig unsere erste Rutsche rein. Das sieht gut aus, den zweiten direkt hinterher und jetzt kommt unser Wurstbret hier vorne raus. Und damit wir keine Luft im Darm haben, machen wir jetzt erst einmal den Darm zu. Mit Handschuhen ist das immer ein bisschen schwierig. So, unser Wurstdarm ist jetzt zu. Ein Hinweis vielleicht noch, also dieser Schafseitling passt nicht auf diese mittlere Wursthülle drauf. Wir haben jetzt hier die Feinde genommen. Bei den Wurstfüllern von Lande geht das Ding ohne Probleme drauf. Aber das ist auch kein Problem. In der Bedienungsanleitung steht drin, dass man das zu zweit machen soll. Ich würde sagen, ich probiere das einfach mal alleine. Das sollte vielleicht auch funktionieren. So, los geht's. Ja, was ist mein Fazit zu diesem Fleischwolf? Wir haben jetzt gerade gut 6 Kilo Wildbret durchgedreht. Das ist hier hinten noch. Und wir haben diese Wurstfüllfunktion getestet. Kommen wir mal zur Fleischwolf-Funktion. Also, ein Top-Gerät. Ihr könnt damit richtig Menge produzieren. Das ist das Modell ohne den separaten Vorschneider und ich finde, das ist schon richtig, richtig gut. Ich werde demnächst auch nochmal den WD200 für euch testen. Da bin ich schon ganz gespannt, wie der funktioniert. Und wir konnten, wie gesagt, in kurzer Zeit das Wildbret durch die 4,5 mm Scheibe wolfen. Zur Wurstfüllfunktion kann ich Folgendes sagen. Auch das funktioniert recht gut. Man kriegt das auch alleine hin.
Was vielleicht ein bisschen anders ist zum Wurstfüller, den ihr hier seht, das Brät wird natürlich noch mal ein bisschen umgearbeitet. Das sieht man auch, die Wurst wirkt deutlich feiner und es dauert relativ lange. Also wenn ihr kleine Mengen habt, die ihr wolfen bzw. hier wursten wollt mit der Wurstfüllfunktion, ist das vollkommen in Ordnung. Also wenn ihr das unregelmäßig macht, vielleicht einmal im Jahr, braucht ihr keinen separaten Wurstfüller. Macht ihr allerdings größere Mengen, würde ich sagen, kauft euch noch einen Wurstfüller. Damit seid ihr schneller unterwegs und ihr könnt auch feinere oder etwas dünnere Därme damit füllen, weil ihr hier viel mehr Druck aufbauen könnt. Also das ist das, was ich zu diesem Gerät sagen kann. Fleischwolffunktion top und die Wurstfüllfunktion eben für den unregelmäßigen bis seltenen Nutzer gut geeignet. Ja, in diesem Sinne, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da und freut euch einen Kommentar. Abonniert diesen Kanal, macht's gut und weit man's heil!